die Funktionsweise der Brennstoffzelle. Wie funktioniert sie? Bevor wir sie erklären, zeigen wir Ihnen die beteiligten Elemente. Das ist Sauerstoff. Im Periodensystem findet man es unter der Bezeichnung O. Sauerstoff ist in der zweiten Periode. Die Periode zeigt uns an, wie viele Schalen ein Element hat. Also hat Sauerstoff insgesamt 2 Schalen. Außerdem ist Sauerstoff in der 6. Hauptgruppe. An der Hauptgruppe erkennt man, wie viele Elektronen sich auf der äußersten Schale befinden. Insgesamt aber besitzt es 8 Elektronen. Zur Verdeutlichung zeigen wir hier nur die äußersten Schalen. Das ist Wasserstoff. Im Periodensystem findet man es unter der Bezeichnung H. Wasserstoff ist in der ersten Periode und in der ersten Hauptgruppe. Also hat Wasserstoff 1 Elektron auf der äußersten bzw. einzigsten Schale. Weil aber ein Elektron in der Schale zu einsam ist, tut es sich mit einem anderen Wasserstoffatom zusammen. Die teilen sich dann die Elektronenschale, die dann insgesamt 2 Elektronen enthält. Die beiden zusammen werden dann Wasserstoffmolekül genannt und besitzen also ein gemeinsam benutztes Elektronenpaar. H2 heißen diese Moleküle. Auch der Sauerstoff bildet Moleküle, damit es auf der äußersten Schale 8 Elektronen besitzt. Das muss so sein. Der Fachausdruck hierfür heißt Edelgaskonfiguration oder Oktettregel. Da Sauerstoff nur 6 Außenelektronen besitzt, braucht es noch 2 Elektronen auf der äußersten Schale, um glücklich zu werden. Dafür nehmen wir ein Wasserstoffmolekül. Ein Wasserstoffmolekül hat, wie wir es gesehen haben, 2 Außenelektronen. Kommen wir zu der Funktion der Brennstoffzelle. Schauen wir uns mal ein Modell an, das wir in unserer Sporthalle aufgebaut haben. Da oben stehen die Wasserstoffmoleküle mit viel Energie. Unten ist der Sauerstoff und wartet auf den Wasserstoff. Die Energie der Wasserstoffmoleküle da oben, die möchten wir nutzen. Vielleicht zum Autofahren, um Licht zu machen oder zum Föhnen. Wenn die Wasserstoffmoleküle jetzt nach unten wollen, müssen sie ein Hindernis überwinden. Eine Art Wand mit ganz kleinen Löchern. Diese Wand wird Membran genannt. Diese Membran ist protonenleitend. Sie lässt nur positiv geladene Ionen durch. Um positiv geladen zu sein, muss der Wasserstoff seine Elektronen, die negativ geladen sind, abgeben. Also trennen sie sich von ihrem Elektron und damit trennen sich auch die Atome. Die sind nun positiv geladen und heißen Protonen. Die Wasserstoffprotonen bewegen sich jetzt durch die Membran. Die Elektronen bewegen sich durch einen elektrischen Leiter aus der Brennstoffzelle zu einem elektrischen Verbraucher. Das kann zum Beispiel eine Glühlampe oder ein Elektromotor sein. Die Energie wird also genutzt. Die Glühlampe leuchtet dann, der Motor dreht sich. Die Elektronen bewegen sich dann weiter und treffen auf der anderen Seite der Membran auf die Wasserstoffprotonen und auf Sauerstoffatome. Hier gehen alle Beteiligten einer der bekanntesten Verbindungen ein. 4 Wasserstoffatome und 2 Sauerstoffatome verbinden sich mit 4 Elektronen zu 2H2O. Das ist Wasser. Das könnte man dann zum Eierkochen oder Zähneputzen benutzen.